In der Nacht zum Mittwoch kam es in Wattenbach im Landkreis Kassel gleich zu zwei Wohnhausbränden. Zunächst wurde die Feuerwehr in die Brunnenstraße alarmiert. Hier stand ein Wohnhaus in Flammen. Die dort lebende Familie, zwei Erwachsene und ein Kind hatten den Brand entdeckt und konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Verletzt wurde hier niemand. Schon auf der Anfahrt stellte die Feuerwehr fest, dass rund 100 Meter vom gemeldeten Brandort entfernt ein zweites Haus brannte. Sofort wurden Einsatzkräfte nachalarmiert. Die Schwierigkeit bestand darin, die Einsatzkräfte einzuteilen, damit eine ordentliche Brandbekämpfung stattfinden konnte. Das ist uns auch gelungen. Beide Feuer sind unter Kontrolle. Jetzt beginnen nur noch die Nachlöscharbeiten. Obwohl das Feuer am zweiten Brandort an der Kapelle schnell gelöscht werden konnte, kam für eine Person, die sich im Haus befand, jede Hilfe zu spät. Sie wurde leblos aufgefunden. Ob es sich um einen Zufall handelt, dass die beiden Brände zur gleichen Zeit ausgebrochen sind, muss nun die Polizei klären. Eine Brandstiftung wird aktuell nicht ausgeschlossen.